Mein Name ist Luise Beelzimmer, ich bin Sozialpädagogin und arbeite hier in der Beratungsstelle im Senior Schlägerhaus Hameln. Ins Senior Schlägerhaus kommen zum einen Wohnungslose und von Wohnungsnot bedrohte Männer und Frauen. Es kommen aber auch Leute, Menschen mit diversen sozialen oder auch finanziellen Problemen. Du bist heute auch das erste Mal hier, oder? Nein. Nein, okay. Ich war schon mal hier. Ich habe auch schon mal mich mit jemandem unterhalten. Der Bericht, der stand auch in der DWZ. Da ging es darum, wie Leute sozusagen in die Situation kommen, keine Wohnung zu haben. Ne? Und auch darum, dass dieses Haus für viele Leute attraktiv ist, weil man auch seine Hunde mitnehmen darf. Und heute wollte ich mich auch mal ein bisschen mit Leuten unterhalten, was deren Geschichten so sind. Ne? Wie man in die Situation kommt, zum Beispiel keine Wohnung zu haben, jetzt bei dem Wetter auf der Straße zu sitzen. Dabei habe ich aber auch gemerkt, es sind auch viele Leute hier, die auch durchaus noch eine Wohnung haben. Aber? Die aber zum Teil auch ein bisschen einsam sind, sich auch gerne einfach mal mit Leuten unterhalten wollen und auch, sag ich mal, diverse Probleme haben und so noch einfach ein bisschen einsam sind. Mehr darüber könnt ihr in der DWZ von morgen lesen, denn Jens wird sich intensiv mit den Menschen, die hier täglich herkommen, unterhalten und ihre Geschichte in der Zeitung von morgen schreiben. Du hast ja schon so ein paar Geschichten gehört. Jetzt hast du auch schon gesagt, dass eine gute Sache ist, dass man Hunde mitnehmen darf. Ich glaube, das begrüßen viele, oder? Ja, also Hunde sind ja für viele Leute, die auf der Straße sind, ziemlich wichtig. Ne? Der seelische Anker so ein bisschen, der darf zum Glück mit rein. Mehr über das Senior Schlägerhaus, über die Menschen, die hierher kommen und was Jens sonst noch für Geschichten hört, dann in der Freitags-DWZ, gibt es auch online auf dwz.de. Dankeschön.